Was bleibt, wenn ein Arbeiter stirbt? Fragt einer der Protagonisten in Werner Breunigs Roman Rummelplatz. Und was, könnte man weiter fragen, bleibt von einem Schriftsteller, dessen Lebenswerk nicht gedruckt wird? Also erging es Werner Breunig in der DDR. Sein Fall, sein bitteres Scheitern an und in der DDR erzählt auch viel über das Scheitern des Landes. Er hatte in dem Roman Rummelplatz auch gesellschaftliche Vision und sozialistische Wirklichkeit im Arbeiter- und Bauernstaat aneinander gemessen. Das war immer höchst spannungsreich. Vor 45 Jahren starb in Halle an der Saale der Schriftsteller Werner Breunig am 14. August 1976. Wir erinnern im Kalenderblatt von Sven Hecker. Eigentlich bringt der Chemnitzer Werner Breunig zunächst einiges mit, was ihn aus Sicht der herrschenden Partei in der DDR zu Höherem prädestiniert. Zuallererst die proletarische Herkunft. 1970, bei einer Lesung vor Chemiearbeitern in Bitterfeld, stellt sich Breunig, inzwischen Mitte 30, so vor. Ja, na, ich habe zunächst mal Schlosser gelernt, dann war ich in der SDAG Wismut und habe da verschiedene Arbeiten gemacht. Ach, ich habe noch in einer Papierfabrik gearbeitet und so an verschiedenen anderen Stellen. Es gibt indes wohl auch weniger frohe Episoden in Breunigs Jugend. Eine kaputte Familie, Aufenthalt im Heim und später im Gefängnis wegen Schmuggelei. Doch er bekommt die Kurve, auch dank des Schreibens. Und dann habe ich angefangen, als Volkskorrespondent für die Parteipresse damals im Bezirk Karl-Marx-Stadt zu schreiben. Es gab da eine Arbeitsgemeinschaft junger Autoren Wismut und habe mich dort ein bisschen umgetan. Und dann bin ich zum Studium delegiert worden nach Leipzig ans Literaturinstitut und so etwa hat das angefangen. Breunig verfasst Essays, Erzählungen, später Gedichte, Hör- und Fernsehspiele. 1959, noch als Student am Leipziger Literaturinstitut, formuliert er den Aufruf zur ersten Bitterfelder Konferenz mit. Das Motto: Greift zur Feder, Kumpel. Arbeiter sollen ihre Geschichten selbst schreiben. Der sogenannte Bitterfelder Weg. Breunig ist sein mustergültiger Protagonist, so scheint es. Bald erhält Breunig einen Verlagsvertrag für seinen ersten Roman. Rummelplatz, ein wuchtiges Stück Literatur über die Nachkriegszeit, über die ersten Jahre der Wismut und der DDR, über das Lebensgefühl dieser Tage, insbesondere im Erzgebirge. Ein Kapitel erscheint als Vorabdruck 1965 in der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur. Was das eigene anbetrifft, möchte ich natürlich sehr gern zunächst dieses Buch fertig machen und die möglichen Hoffnungen möglicher Leser erstmal erfüllen. Doch Breunigs Buch soll in der DDR keine Leser finden. Der Roman wird von den Hardlinern in der Parteiführung verrissen. Auf dem berüchtigten 11. Plenum der SED 1965 befindet Erich Honecker: In einigen Zeitschriften und Zeitungen erschienen in den letzten Wochen und Monaten Romane und Romanauszüge, die mit unseren sozialistischen Lebensgefühlen nichts gemein haben. Dazu gehört zum Beispiel der Auszug Rummelplatz. In diesem Abschnitt gibt es obszöne Details, gibt es eine falsche, verzerrte Darstellung des schweren Anfangs in der Wismut. Der Parteischelte folgt eine organisierte Zeitungskampagne. Breunig verteidigt sich in Diskussionen und Artikeln. Er, der Genosse, inzwischen Dozent am Literaturinstitut, er, der Sozialist, der davon überzeugt ist, im Sinne des Sozialismus zu schreiben. Angela Drescher vom Aufbau Verlag erzählt. Was aber am allerschlimmsten ist, ist, glaube ich, dass er das Zutrauen zu sich selber verloren hat. Also es ist ihm ja mehrfach und ständig eingeredet worden, dass dieses Projekt eigentlich zu ehrgeizig und zu groß für ihn war und dass er das nicht bewältigen konnte. Werner Breunig zerbricht an der verlorenen Auseinandersetzung um seinen nicht gedruckten Roman. Er flieht in den Alkohol, zieht von Leipzig nach Halle-Neustadt, stirbt dort 1976 mit 42 Jahren. Erst 2007 findet Breunigs Rummelplatz seine Leser, begeisterte Leser. Der Roman wird für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Der Schriftsteller Werner Breunig, verstorben vor 45 Jahren.